Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trains. Wir fahren den Intercity 517 nach Auingen mit Halt in Schwenningen. Der Zug ist abfahrbereit und die Schnellfahrstrecke frei. Komm gut nach Hause. Bitte benutzen Sie den Gleismonitor beim Einfahren in die Hochgeschwindigkeitsstrecke, da Sie ihn benötigen, um Ihren Zug rechtzeitig abzubremsen. Beachten Sie auch, dass die Signale im Gleismonitor nur korrekt sind. Alles klar. Ja, das ist unser gutes Stück und ich glaube, das wird mal das schnellste sein, was ich in Trains bisher so gefahren bin. Ich kann gerade mal die Lichter anmachen. Gehen hier mal auf den Manuell-Modus. Und ich würde sagen, wir fahren ab, nachdem es geheißen hat, wir sind abfahrbereit. Södele. Einmal hier lösen. Nach vorne. Und los geht's. So, ein bisschen mehr beschleunigen. Währenddessen kann ich das Mikrofon mal ganz kurz anders justieren. So, dale. Ich glaube, so passt's. Ein bisschen mehr Schmackes. Da hinten kommt dann auch schon 100 und 250. Sehr gut. Hätte auch sogar eine AFB hier und der Hebel funktioniert auch, aber ich weiß nicht, wie man die anmacht. So, bloß nicht zu schnell fahren, sonst kriege ich nur wieder eine Zwangsbremsung. Das wollen wir doch alle vermeiden. Ein bisschen bremsen. Schon dürfen wir 100. Geben wir ein bisschen mehr Gas. Das Motorengeräusch ist nicht so ganz koscher. Klingt immer noch so, als würde er gerade langsam anfahren. Oh, 130. Stufe 5. Ah, könnten wir uns mal ganz kurz die Umgebung... was zum... Okay. Ja, sehr viel Grün hier. Und 250 ab hier. Zumindest bis wir komplett auf der Strecke sind. So. Maximum Schmackes. Zeig mal her, jetzt sehe, was du kannst. Voll ungewohnt. Normalerweise bin ich langsamer unterwegs. Kommt davon, wenn man immer die alten Kübel fährt, würden vielleicht manche sagen. Da hat es einen Abzweig da nach rechts. Ich meine, landschaftlich schön sind diese Schnellfahrstrecken ja nicht. Es ist einfach nur Betonbau mitten durch die Landschaft, kostet es, was es wolle. Weitestgehend grad, ohne viel Steigung. Zweckbau halt. Moin, Kollege. Das sah jetzt aber gerade irgendwie nicht so aus, als würde der 250 fahren. Zugdefekt. So, und unten im Monitor ist auch erstmal alles tutti. Ah, der ist rot. Weiß der rot? Ja, jetzt nicht mehr. Bitte mach sowas nicht mit mir, Spiel. 230. Yes.
240. Oh, wir sind runter. Nicht so schnell fahren. Also, Kurve neigen bei dir. Möchte nicht so. Ja, weniger Leistung. Wieso grobe Bedienung? Ich mach doch gar nichts. Bin doch ganz nett. Aber die Kurven da. Oh. So. Nicht sehr schön. Das ist gar nichts. Schade. So, wann oder wo ist unser erster Halt? Ich gerade nicht. Runter mit der Leistung. Ja, so. Sternchen für Sound gibt es jetzt erstmal nicht, aber die Strecke ist an sich erstmal ganz okay. Autobahn oder Zugstrecke? Nicht Autobahn. Ah, Autobahn würde ich mal sagen. Ja. Ah, da geht's der Berg nach oben. Gehen wir ein bisschen meschen, mag ich's. Also so rein so vom Optischen her, muss ich ja sagen, gefällt mir der allererste ICE irgendwie immer noch am besten. Wie ist bei euch? Habt ihr da irgendwie so einen Favoriten von den ganzen ICEs? Wird ja noch schade, dass sich der Diesel-ICE irgendwie nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, einer fährt ja noch, so als Lab-Zug. Und der Rest AD. Eigentlich schon irgendwie eine komplette Verschwendung, einen neuen Zug dann einfach wieder ausrangieren. Ja, wir haben ja das Geld. Okay, das sah jetzt schon ein bisschen schneller aus. So, jetzt legst du dich in die Kurve. Das sieht ziemlich interessant aus von hier drin. Yeah. In 5 Kilometer anhalten. Komm ich wieder rein, dankeschön. Ich glaube, ich möchte schon mal ein bisschen mit Bremsen beginnen. Vier Kilometer. Vielleicht möchte ich ein bisschen mehr bremsen. Oh, 140. Oh, scheiße. 50. Mal sehen, ob das ausgeht. Ja. Ja, ich glaube, das geht sich aus. 160, 150. Ja, sehr gut. Das mit den Texturen ist komisch. Naja, da ist dann die lokale S-Bahn, so wie es aussieht. Ein bisschen mehr bremsen. Trains mag das nicht, wenn ich so schnell bin. Ja, alte Industrie. Oh, mit sogar verlassenen Gleisen. Ja, sowas ist immer schön. So, rein her. Ich muss hier anhalten.
in Audingen. Da habt ihr das Stellwerk. Ah, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr bremsen sollen. Meter. Wie lange sind wir? Ja, okay, jetzt hat er schon meinen Zug übernommen. Ah. Okay, tut mir leid da hinten an die Leute. Ich bin neu hier. Oh, cool. Ne, wir bleiben hier. Alter, jetzt ist das neue Typ piepsen. Ja, ist überhaupt nicht nervig. Okay, ein bisschen umsehen hier. Ah, ist S-Bahn hier, S-Bahn-Abstellung. Wo geht's dann weiter? Ich will das da hinten nochmal kurz ansehen. Okay, Abstellung. Güterverlaut hier. Oh, sieht eigentlich ganz schick aus hier. Nächstes Stellwerk. Ja, kann man machen. So, da, einer in unseren Zug. Den wir natürlich absolut perfekt angehalten haben. Wieso bist du... So. Bitte beschleunigen. Dankeschön. Warum hat er... Er hat immer noch den Marker drin. Soll ich vielleicht doch richtig stehen bleiben? Komm, brems. Bremsen. Ja, jetzt hat er's. Boah, dieses... Nee. Gut, während du das jetzt hier nochmal machst, kann ich da hinten nochmal kurz nachsehen. Ist da hier. Ach, so muss aufs Rückenmeer geben. So aufgelassene Strecken da hier. Oder Gleis in dem Sinn. Und da hinten fleißig beim Abriss. Und da ging es dann irgendwo hier mal wieder rein. Cool, cool. So, da, jetzt können wir aber fahren. Einmal hier runter. Der Kollege ist auch schon am Abdampfen. Oh, ich dachte, wenn er... Oh, ich würde sagen, Stufe 5 geht schon. Hat man den noch einholen? Also fährt er überhaupt dahin, wo ich hinfahre? Ups, oh, das war gerade ein krasser Zoom. Wir werden es gleich sehen. Oh, ich würde sagen, Maximum Power. Wieso piepst denn das jetzt hier noch? Ist das ein bisschen buggy, was ich jetzt hier erwischt habe, oder fand er das ein bisschen uncool, dass ich da nicht richtig gehalten habe? Ach nö, jetzt haben wir da die... Ach, das ist einfach nur so ein Überwurf hier.
Und der fährt woanders hin. So, nicht so schnell werden hier. Oh, nur 140. Ah, komm schon, Spiel. Kann man auch locker 200 fahren hier. Was mindestens 160. Macht die Glocke eigentlich irgendwas? Ne. Zukommen? Ja. Ist jetzt auch nicht ganz so meins. So einfach Abstand halten. Immer schön weit. Oh. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Das ist wirklich ein großer Zoom nach draußen. War geil, dann sieht man da so mal ein bisschen die Strecke. Okay, cool. Ja, da merkt man, dass ich Trains nicht so oft spiele. Ja, cool. Aber da hat es ein bisschen Strecke, die man hier machen kann. Dann gehen wir zu uns zurück. Ah, ich glaube, das werde ich auch im Edit nicht rauskriegen. Dieses Rumgepiepse da. Also die Schlenker, was die Gleise da teilweise machen, die sind ein bisschen meh. Deswegen wäre schön, wenn das nochmal ausgebessert wird. So, was kann man denn hier eigentlich so alles Schönes machen? Sofort aus. Und Auto, Temperatur. Oh, das kann ich sogar verstellen. Okay. Lüfter. Hier kann ich nichts machen. Oh, oh, oh. Geschwindigkeitsüberschreitung. Signalbilder. Da passiert nichts. Da kann ich auch nichts machen. Hier vielleicht noch? Nö. Auch nicht. Schade, schade, schade. Mit hier in den Knöpfen könnte ich rumspielen, aber ich weiß nicht, was die machen. Also lasse ich lieber. Bevor der dann nicht mehr fährt. Dass das jetzt Halt angezeigt hat, das war okay, oder? So, machen wir langsam mal hier. Ist zu schnell. Ich weiß nicht. 140 fühlt sich hier einfach irgendwie falsch an. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich habe ein Talent für so etwas. Also falls jemand die gleiche Strecke hat, gerne mal Bescheid geben, ob das tatsächlich hier 140 sein sollen oder eigentlich 200. Oder 250, je nachdem. Aber. Nee, das. Ich meine, LCB-Streifen ist da auch da. Nein, das kann nicht passen. Ich
Nee. Oh, da geht's nochmal ein bisschen steiler nach unten. Ja, beim nächsten Halt schaue ich, dass ich mal wirklich sauber anhalte. Und dann gerade direkt wegzische. Ich hoffe, dann ist es mit dem Piepsen dann auch weg. Und da hinten kommt 160. Immerhin. Oh nein, du bist hier nicht zu schnell. Keine Zwangsbremsung in dieser Episode. Gut. Hundertzwanzig? Hä? Wow! Oh, wie gemein ist das denn? 160 Meter Ankündigung, da kommt eine 120er Stelle da hinten. Och Mensch. Das ist ja voll gemein. So viel zu Hochgeschwindigkeitszug. So, und in Schwieningen müssen wir anhalten. War der Pieps, ne. So, bremsen. Sind wir auf 120 runter. Bitte bremsen. Oh, geht doch. Immer mal genug gebremst. Regiobahn hier. Und da hinten die kleine Stadt. Ach, regulär 120 hier. So. Nicht langsam vorstelle. Ich habe langsam vorstelle gesagt. Das ist falsch. Ja, das sieht auch geil aus. So, schaffe ich es jetzt mal sauber anzuhalten. Moin, Ezi. Nee. Ja, bravo, ich glaube, das ICE-Fahren, das sind wir nochmal. Ist es jetzt nicht so, das Gelbe vom Ei? So, anhalten. Ja, sag mal, möchtest du jetzt mal anhalten hier? Hallo? Dankeschön. Oh, so könnte man eigentlich auch ganz gut Spaß haben mit Güterzügen hier. Und Türen, bitte beruhigt euch jetzt. Sind jetzt die Türen eigentlich auch mal aufgegangen? Ja, sie sind offen. Ich glaube, jetzt ist er glücklich mit mir. So, und jetzt bitte, geh zu. Wir sind hier schnell wieder weg.
Naja, ja, mein Reiter ist nicht ganz so laut. Ach so, jetzt kann ich bei der Bremse ja wieder nichts machen. Dann warten wir noch einen Moment. Kann ich eigentlich hier auch alles bedienen? Das kann ich zumindest bedienen. LZB, PZB. Och, weißt du was? LZB. Hauptschalter. So, der ausgewählte Zug wird nicht vom Spieler gesteuert. Soll ich die LZB? LZB wird mich jetzt schon reizen. Komm. Nochmal. Dankeschön. LZB, ein ETCS-Hauptschalter. Ah, okay. Anzeige ist an. Ernst jetzt? Du hörst mit dem blöden Gepiepse nicht auf? Ach, Mann. Wieder zurück zum ersten IC. So, ich glaube, wir können mal düsen. Ah, weißt du was? Maximum Schmack ist. Und dann haben wir nur noch einen Halt. Unser letzter. Ich denke mal, für den Edit werde ich euch mal den Zug etwas leiser machen. Ich muss mir das dann mal anhören. Wenn es rumgepiepst ist, ist wirklich nicht so geil. Vollgas drin lassen. 250 dürfen wir. So, LZB. Ja, nein, vielleicht. Ich hätte die AFB noch irgendwie ankriegen. Ich weiß noch nicht, wie man die in dem ICE anschmeißt. Gespannt, ob es jetzt bis zum Schluss ist oder ob wir da vorne wieder 140 cruisen dürfen. Ja, was? Nein! Oh, nein! Shit! Kriege ich das Menü jetzt wieder her? Warum wird der Zug soll nicht angehalten werden? Gas geben. Oh. So, liebe Leute. Das war nicht gewollt. Vielleicht hinten besser? Nö, ist nicht besser. Furchtbar. Ja, nee. Kann man machen? Sieht eigentlich gar nicht mehr so uncool aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir gehen mal wieder raus. Ich möchte gerne vorne rein.
wäre das eine doofe Idee, mal auszuprobieren, ob ich abkuppeln kann? Oh shit, ich glaube, der lässt mich das wirklich machen. Vielleicht ein andermal. Oh, da mache ich die listigen Tür-Sounds los. Wobei, na. Warum wir drin sitzen, hat sie auch eine Tür. Ja, also ich glaube, ein, zwei Bugs hat dieser ICE. Könnten wir förmlich gebrauchen. Das wird ja generell ein Soundbug jetzt sein, hoffe ich mal. Weil es ist frisch installiert. Aber eigentlich nichts verändert an dem Ganzen. Weil ich frage mich gerade zum Thema NZB, ist das im Trains überhaupt simuliert? Kriegst du dich umgesetzt? Also will man schon sagen, ja, aber ich meine, die Option gibt es, dass das gar nicht funktioniert. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. 100. Bremsen. Das sieht mir so gar nicht langsamer. Vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Also irgendwas ist hier überhaupt nicht gut mit dem Sound. Und sogar 30. Mein Fahrdienstleiter, was machst du mit mir? Kaiserwerth, Gleis 4. So 100 er lang jetzt echt, aber... Depot hier, so wie es ausschaut. Die S-Bahn und Co. So, ein bisschen langsamer. Für die 80. 60. So, runter mit dir. Jetzt passt es aber. Ach, da noch so ein kleines Depot. Ohne Oberleitung. Oder soll das sowas wie die Straßenbahn hier sein? Sonst mal Sperrons. Geht es dann hier rein? Ah, ich glaube, das soll eine kleine Straßenbahn sein. 30. Handbremse runter. Sehr langsam hier. Aber, geiler Bahnhof. Gefällt. Dann werden wir da so unglaublich schnell einfahren.
Und ist die Kamera jetzt so komisch. Das ist natürlich jetzt gerade, wenn man die schwenkt. Ah, so. Wie geht's denn hier weiter? Könnte man denn hier fahren? Ah, ich werde zu schnell. Geil. Und da ist die Zwangsbremsung. Ah, ich sollte mal aufhören, mit dem nebenbei rumzuspielen. Komm, fahr weiter. Moment, ach, das ist ein Kopfbahnhof hier. Hört die Strecke hier auf. Okay. Ja, dann schauen wir mal, dass wir hier nicht zum Hellebauch ranknutschen. Ich erinnere mich irgendwie an den München Hauptbahnhof, weiß nicht wieso. Müsste irgendwie fettgrundig oder so draufstehen. So, meine Damen und Herren, da wären wir in Kaiserwerth. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Unser Zug endet hier. Bitte alle aussteigen. Ja, also soundtechnisch gibt es ein bisschen was zu tun. So, mein Zug, möchtest du bremsen, bitte? Besten Dank, das finde ich voll super. Bremse betätigt. Ja, und du machst jetzt nicht auf. Weil... Bloß ich bin jetzt da hinten noch nicht ganz drauf. Doch, bin ich. Ja, also irgendwas ist hier ein bisschen buggy. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass wir mal eine kleine Tour mit dem ICE hier gemacht haben. Aber ich glaube, das fahre ich zumindest hier nicht so schnell nochmal. Das ist ein bisschen grenzwertig, um es mal so zu sagen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Gute Fahrt, bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.